Nur, dass er sich jetzt schon wieder verdünnisiert. So, ich schieße dir in deinen Schwanz. Ja, okay, das ist schon fast ein bisschen lame, was ich hier mache, aber es kostet schon Nerven. So, weg mit dir. Gut. Das waren jetzt die 5 im Eingangsbereich. Die da hinten kriege ich von hier aus nicht ganz so gut ran. Die da auch nicht. Um die da hinten muss ich mich kümmern. Das sind 2 oder 3 sogar. Wobei mir 2 eigentlich lieber wäre. So, gleich mal auf den großen Blitzspeer wechseln. Hier hinten den Loot abholen. Von hier aus kann ich ihn, glaube ich, nicht pullen, oder? Nein, da reagiert er nicht drauf. Oh, in der Lava ist ungesund. Reagierst du von hier? Ja, von hier aus reagierst du gut. Oh. Au. Ja, der könnte mich jetzt umbringen. Ja, könnte er. Trinken. Ja, ich sitze hier jetzt ganz schön in der Klemme. Ja. Mein Hauptproblem ist, ich kann ihn nicht anvisieren. Aber zum Glück habe ich es geschafft, dass er sich da drin verkeilt. So, kann ich so vielleicht? Ja, genau. So. Noch einen Schluck trinken. Sicher ist sicher. Und ich könnte mich auch einfach hochheilen. Oder das Leuchtfeuer hinten entfachen. Das wäre eine gute Idee. Gehen wir mal kurz zurück, machen das Leuchtfeuer auf plus auf 20 Flaschen hoch. Die respawnen ja nicht. Dadurch laden wir auch gleich mal unsere Zauber weiter auf. So. Hallo Lava. Und ja, jeder von denen gibt 2000 Seelen. Deswegen ist es eine gute Idee, die einmal abzufarmen. Und das sind übrigens brennende Drachenhintern von Zombie-Drachen. Wer sich an den einen in Ariamis erinnert. So, einmal Menschlichkeit ausgeben. So. Und nochmal. Gut. So, dann geht es jetzt zurück zu den Drachen allerwertesten. Sie weiter zerstückeln. So. Hier einmal durch. Und ja, ich bin froh, wenn wir das Lava-Gebiet hier hinter uns haben, aber der Vollständigkeit halber wird das gemacht. So. Und ja, ich töte auch der Vollständigkeit halber alle Drachenteile. Auch wenn ich die beiden da hinten eigentlich einfach stehen lassen könnte. Aber ne, sowas machen wir nicht. Kommt gar nicht in die Tüte. Und ja, es sind noch 2 Stück. So. Ihm ein paar verpassen und dann wegrennen.
So, Blitz. So. Das war auf mich drauf. Das war nicht so schön. Nein, hier kann ich nicht in Ruhe stehen bleiben. Ich muss schon hier hochkommen. Bleibst du da? Na, das ist nicht so toll. Aber ja, genau, er schubst mich einfach noch mal in die Lava. Ich muss hier irgendwie hoch. Oder ist es gucken, dass ich den da ausschalte. So, ein Trinken. Und der rennt weg. Nee, du bleibst schön hier. Ich beschieße dich mit Pfeilen. Anvisieren werde ich schlecht. So. Ja, ich finde es blöd, dass man die nicht so richtig anvisieren kann, obwohl das riesengroße, dicke Dinger sind. So, aber damit haben wir dann nachher keine Probleme mehr. So, der letzte, der um die Ecke sich versteckt. So, ich habe ihn getroffen. Komm her. Ja, der spackt da ein bisschen rum. Ich müsste ihn öfter hintereinander treffen, aber das schaffe ich irgendwie gerade nicht. Der zweite Pfeil geht nämlich immer irgendwo durch ihn durch oder an ihm vorbei, dass er richtig aggro wird. Macht aber nichts, ich baller ihn einfach über den Haufen. Okay, so viel dazu. Wow. Au. Nimmst du deinen Fuß da weg? So. Wo kommst du jetzt runter? So, stirb einfach. Ihr seht, das ist kein Pappenstiel hier. Definitiv nicht. So. Ritterseele einsammeln. Die Jungs ignorieren wir mal hier. Zwar alle. Hier haben wir unsere Flammenwerferfreunde mal wieder. So. Weg. Bist du auch einer da? Nein, du nicht. Aber ich glaube, du hier. Genau. Ja. Ignorieren. Alle ignorieren. Ich zeige euch nämlich jetzt den besten Trick, um diese Kerle ohne große Nervenkosten loszuwerden. Da müssen wir, nämlich einfach hier hoch nur. So, hallo. Doppelmenschlichkeit einsacken. Am besten den Ring wechseln. Auch wenn das hier gefährlich werden kann, zum Goffs Falkenring. Und dann einfach nicht nur einen beschießen, sondern gleich mehrere. So, kommt ruhig her. So. Locken wir so viele wie möglich an. So. So. Na, der lässt sich nicht anlocken. Ja, und sie töten sich gegenseitig. Ja, du da. Kannst ruhig hier bleiben und sterben. Genau. Schade, dass ich die nicht anlocken kann.
Die beiden da hinten kann ich wahrscheinlich leider auch nicht so anlocken, wie ich es gerne hätte. Aber die da. So, ein Schuss auf dich. Zwei Schuss auf... Na, da reicht auch nur ein Schuss. So, ein Schuss auf dich. Ein Schuss auf dich. Und dich locken wir auch gleich noch an. So. Wow. Vorsichtig, die können es nämlich auch schaffen, uns hier oben noch Schaden zu machen. So. Na, na, du bleibst schön hier. Genau, komm. Her. Ey, hier geblieben. Komm her. Oder stirb einfach dabei. Genau. Bist du bald tot? Nein, immer noch nicht. So, jetzt gleich aber. Genau. Und das machen wir noch da drüben bei denen. So. Zwei Pfeile an dich. Zwei Pfeile an dich. Zwei Pfeile an dich. Ja, das war noch ein dritter Pfeil. Und ihr beide könnt auch gleich noch herkommen. So. Und schon wieder einer tot. Ja, bringt euch selber gegenseitig um. So, der nächste, der tot ist. Ey, wo willst du hin? Ja, das reinste Schützenfest hier. Ja, komm schön brav zurück. Du lebst noch? Du lebst nicht mehr. So, jetzt habe ich sie mal ordentlich dezimiert. Jetzt sind da hinten nur noch drei oder so. Vier. Na, das würde zu lange dauern, den hier so zu killen. Dort hinten liegt übrigens Loot. Versuchen wir noch die beiden anzulocken, wollte ich sagen. Aber nein, die wollten nicht so wirklich, deswegen. Erst einmal Leuchtfeuer finden und aktivieren. Das ist nämlich hier versteckt, das Leuchtfeuer. Ring wechseln nicht vergessen, orange verkohlter Ring. Kurz rasten. So. Dann kurz die beiden Drachenköpfe hier ausschalten, die hier rumstreuen. Nämlich dich. Und dich. So. Gut, wie schalte ich euch beide aus? Wie schalte ich den Rest von euch aus? Ja, euch kann ich von da drin aus am besten ausschalten. Dazu muss ich einmal querfeld einrennen. Auch wenn das etwas wehtut. So. Die beiden würde ich eigentlich gern von da oben aus ausschalten. Dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. So. Nicht in die Richtung. In die Richtung schauen, bitte. Kriege ich euch von hier? Nein, von hier kriege ich euch nicht.